Sind denn Daytrader alle fett? Und was hat das hier mit deinem Trading-Erfolg zu tun? Und los geht's! In den letzten Tagen haben mich eine Menge Kommentare erreicht. Coco, du hast ja einen Rettungsring. Coco, du hast ja ganz schön zugenommen. Coco, du brauchst noch ein bisschen mehr Bewegung. Und die ganze Zeit habe ich mich gefragt, okay, was hat das verdammt nochmal mit Trading zu tun? Hey, ich möchte diesen Leuten erstens beim Trading voranbringen und zweitens, glauben denn diese Menschen tatsächlich, dass ich es nicht weiß, dass ich es nicht sehe im Spiegel? Und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und aus diesem Grund nehme ich auch dieses Video auf, denn der Fitnesszustand eines Traders hat sehr wohl etwas mit der Performance zu tun und mit dem eigenen Trading. Und ich bin der Meinung, dass umso fitter ein Trader ist, umso bessere Ergebnisse er erzielen kann. Das heißt, wenn ein Trader schon gut ist, erfolgreich ist, wirklich großartige Gewinne macht, dann wird er, wenn er fitter wird, noch bessere Ergebnisse erzielen können. Und ja, ich habe mir natürlich, wie jeder andere Mensch auch, mir eine Menge Ausreden gesucht, warum ich eben nicht Sport machen muss. Ja? In der Größenordnung wie, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, habe ich mir nie gesagt, ja? Weil das ist eine Ausrede, die benutze ich schon lange nicht mehr. Aber zum Beispiel, ich habe keine Zeit. Und irgendwann habe ich angefangen, mir zu sagen, okay, ist es dir denn wirklich nicht so wichtig, damit du dir eben die Zeit nimmst, um Sport zu machen, um abzunehmen, um noch fitter zu werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen, um den Tag besser, strukturierter durchzuziehen und einfach in allen Bereichen erfolgreicher zu sein. Und wenn ich mir diese Frage immer stelle, dann habe ich es auch immer wieder geschafft, Sport zu machen. Dann kam das andere Problem. Und das andere Problem ist nämlich Bequemlichkeit. Und dieses Problem haben auch ganz, ganz viele Trader. Was habe ich denn immer gemacht mit meinem Gewicht, beziehungsweise was machen viele Trader mit ihrer Performance? Ich habe in der Woche, war ich super diszipliniert, ich habe hier so eine Gewichtskurve bekommen, so dann kam das Wochenende. Ja? Und dann bekommt man von allen Seiten hier was essen gehen, da was essen gehen, hier ist ein Geburtstag, da ist eine Party und so weiter und so fort. Und dann ging die Kurve bei mir wieder hoch. Ja, das heißt, dieser Vorteil, den ich mir in der Woche, besorgt habe, also diesen Gewichtsvorteil, Sport gemacht, vernünftig ernährt, mich besser gefühlt, dann kam das Wochenende und zack, in zwei Tagen war alles weg. Dasselbe machen die Trader allerdings andersrum. Ja, was machen die? Sie machen viele, viele kleine Fortschritte und dann kommt der eine Tag oder der eine Trade, der einfach nur bam macht. Ja, und alles ist wieder weg. Natürlich geht es auch hier bei mir, wenn ich am Wochenende übertreibe, auch noch ein bisschen drüber, als ich am Anfang der Woche stand. Und um hier ein Trend zu entwickeln, wie man den haben will, muss man es schaffen, die Wochenenden nicht so extrem zu machen, sondern wirklich immer weiterzumachen und mit kleinen Erholungen am Gewicht zum Beispiel zu arbeiten. Genauso ist es auch an der Börse. Wenn du da erfolgreich sein willst, dann musst du hier anfangen und nicht nur eine Woche diszipliniert sein, sondern immer wieder. Wenn da ein Drawdown kommt, der ganz normal ist, dann musst du dann musst du das eben aushalten und danach kommt das nächste hoch. Und so weiter und so fort. Ja? Und nur so funktioniert das mit Beständigkeit. Und es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich beim Abnehmen entdeckt habe und die auch an der Börse genauso ist. Trading ist einfach wie das wahre Leben. Und zwar ist das eben ganz, ganz wichtig, das Commitment zu machen. Was habe ich für ein Commitment gemacht beim Abnehmen? Ich habe mir den besten und den teuersten Trainer einfach ausgesucht, denn ich bin ein Mensch, für den das Geld eben wichtig ist. Ich arbeite für Geld. Ich verdiene Geld mit Geld. Ich bin an der Börse tätig. Das geht gar nicht anders. Also für mich ist Geld durchaus sehr, sehr wichtig. Das, was ich kann, ist Geld verdienen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, der Preis spielt keine Rolle, finde einfach den Besten. Und dann habe ich mir den Besten gesucht, dann hat er mir seinen Stundenpreis gesagt und dann habe ich gesagt, uha, und das für ein Training?
Ja, ich dachte, der spricht mit mir, dass er mich einen Monat dafür trainiert oder eine Woche. Nein, für einen Training. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und seitdem, glaubst du oder nicht, halte ich meine Ernährung ein. Ich bin bei jedem Training pünktlich dabei. Pünktlich heißt der Trainer meistens. Und mache mich schön warm. Und da gibt es auf einmal kein Wochenende, was mich raushaut, sondern am Wochenende schaffe ich es sogar, noch ein Stück Gas zu geben und die Kilo-Performance noch runterzudrücken. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde dir den Namen des Trainers nicht sagen. Ich werde aber eventuell irgendwann mal ein Video mit ihm aufnehmen für dich und da auf die mentalen Seiten eingehen. Denn ob wir jetzt von Abnehmen sprechen, ob wir jetzt von Unternehmen sprechen, ob wir jetzt von Trading sprechen, es gibt sehr, sehr viele Parallelen, die du für dich ziehen kannst und mit denen du sehr viel erfolgreicher in kurzer Zeit bist. Genauso ist es jetzt zum Beispiel beim Trading. Nehmen wir mal an, du hast dir ein Buch gekauft, du liest dir das durch. Wow, Hammer! Erstens, es ist bewiesen, die meisten, wenn sie sich ein Buch kaufen, kommen die nicht weiter als im ersten Kapitel, weil sie einfach irgendwann die Lust verlieren und das Buch zur Seite legen. Zweitens ist es so, klar, ein Buch kostet 20 Euro, 30 Euro, dieser Verlust oder dieses Geld ist schnell zu verkraften. Da sagt man sich einfach, okay, das Geld, das schreibe ich ab, Buch weg, und man denkt erst gar nicht mehr dran. Ja, genauso ist es, wenn man jetzt ein billiges Training irgendwie sich besorgt. Ja, man hält es ein bisschen ein oder ein Buch über Training und einen Monat später hat man das Ganze schon wieder vergessen. Und wichtig ist für dich, dich zu entscheiden, ob du erfolgreich sein willst an der Börse oder nicht, genauso wie ich mich mit meinem Gewicht entschieden habe. Und ich bitte dich darum, nicht mehr diese Kommentare zu posten, denn das ist mir klar. Also der Rettungsring, der ist nicht zu übersehen. Und genauso wie ich mich eben entschieden habe, mir den bestmöglichen Trainer zu nehmen und mit dem meine Fortschritte zu machen, genauso solltest du es auch an der Börse machen. Denn alleine bist du absolut ausgeliefert. Alleine hast du keine Chance, die Ergebnisse zu erzielen, die du mit einem Coach erzielen kannst. Wieso hat ein Profisportler Coach oder ein ganzes Team dahinter? Wieso hat ein Formel-1-Fahrer einen Coach? Jeder hat einen Coach, einen Mental-Coach, einen physischen Coach, alles Mögliche an Coaches. Und warum denkst du, dass Börse anders ist? Warum denkst du, dass du an der Börse durch ein paar Videos, durch ein paar Bücher, durch ein paar Foren, dass du da die Ergebnisse erzielen kannst, die Trader erzielen, die professionell traden, die mehrere hunderttausend Euro Konten haben oder sogar mehrere Millionen Euro traden und die wirklich solche Erfahrungen haben und für jede Bewegung am Markt eine Reaktion haben und dementsprechend auch reagieren, schnell reagieren, an diesen bestimmten Punkten reagieren und sich den Gewinn holen. Warum denkst du, dass du einfach nur mit ein paar gelesene Worte oder ein paar angeschaute Videos, warum denkst du, dass du besser sein könntest wie diese Menschen, die ein ganzes Team dahinter haben, die wirklich ausgebildet wurden, die sich selber auch ausbilden, die sich selber weiterbilden? Ja, also das ist genau dasselbe, als wenn du denkst, okay, wenn du in einem Formel-1-Auto passt, dann kannst du es mit Sebastian Vettel aufnehmen und kannst ihn auch noch schlagen. Ich glaube eher nicht, du brauchst die Expertise. Das ist ein Bereich, wo du hundertprozentig da sein musst. Denn alle anderen schlafen nicht. Es geht um Geld. Es geht um dein Geld, es geht um mein Geld, es geht um das Geld, was da umverteilt wird. Und wenn du nicht gut genug bist, dann wird dir das Geld abgenommen. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Und wenn du dich für einen Coach entscheidest und sagst, okay, von diesem Menschen möchte ich lernen, entscheide dich für den Besten. Entscheide dich für den Besten, den du kriegen kannst und sag dir, okay, von diesem Menschen möchte ich jetzt lernen. Und wenn du dich entscheidest, dann zieh es einfach durch. Und somit wirst du auch definitiv deutlich erfolgreicher sein. Super, das war es auch schon für heute. Ich arbeite noch an meinem Ziel weiter und finde keine Ausreden mehr. Schauen, wie weit ich damit komme. Und natürlich kann ich mir da auch jetzt sagen, okay, ich habe schlechte Gene, ich habe dies, ich habe das. Nein, es wird hingearbeitet auf die Ziele, die ich mir gesetzt habe. Das werde ich jetzt hier nicht öffentlich machen, weil auch da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich was Öffentliches mache, dann ist es nicht so, dass ich mehr Druck habe, sondern dann habe ich eher weniger Druck. Ja? Also für mich ist es wichtig, jetzt mein Ding durchzuziehen und wir sprechen uns wieder, wenn ich mal Ergebnisse vorzeigen kann. Ja? Also bis dahin
ist es eben nur das, was ich vorhabe. Und ich garantiere dir, mit deinem Coach kommst du viel, viel, viel besser voran als ohne Coach. Super, falls dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, schreib mir einfach einen Kommentar, was du darüber denkst, was du vielleicht für Ziele hast im Trading oder auch gerne beim Abnehmen oder was auch immer, von wem du gecoacht wurdest oder ob du auch derselben Meinung bist oder ob du denkst, okay, es gibt auch die Möglichkeit, ohne einen Coach Fortschritte zu machen. Und teile dieses Video, damit vielleicht auch andere das merken, dass ich übergewichtig bin im Moment und keine blöden Kommentare schreiben. Und ja, das war's für heute. Also, such dir einen Coach und bis dann. Viel Erfolg. Ciao.